Ja, moin zusammen, es ist wieder Stiefelzeit. Ich bin mit Christian und der Firma Rodel hier auf dem Schießstand. Hallo zusammen. Ich habe ja mal vor einiger Zeit darüber gesprochen, dass ich unfassbar Bock darauf hätte, jetzt zur Blattzeit auf Rehwild loszugehen, auf Blöcke zu jagen. Und ich habe mir über Tarnung Gedanken gemacht und bin dann über Clemens an diesen Ghosthood gestoßen. Ja. Und wir hatten jetzt im Vorfeld mal drüber gesprochen. Ich habe was im Internet gesehen. Da wurde dann das Gewehr eingetarnt von beruflichen Anwendern aus einem anderen Land, die dann hier einiges dran festgemacht haben am Lauf. Und dann wurde die Behauptung aufgestellt, das hätte keinen Einfluss auf die Treffpunktlage. Ja. Da habe ich Christian vorhin erzählt und da konnten wir ja beide gar nicht glauben. Wir haben nämlich genau letzte Woche zu diesem Thema ein Video rausgebracht auf unserem Kanal, wo es darum geht, was passiert, wenn der Lauf nicht frei schwingen kann. Genau. Wolltest du einmal kurz drüber erzählen? Ja, genau. Wir haben es intensiv getestet. Wir haben da den Lauf auf eine echte Auflage gelegt, also nicht nur was ran gemacht, sondern den Lauf aufgelegt auf ein Stück Holz, also auf eine Brüstung vom Hochsitz. Und wollten da also zeigen, was passiert dann eigentlich, ne, wenn man nicht, wie man es lernt eigentlich, den Schaft nur mit Kontakt mit dem Hochsitz, mit der Brüstung bringt. Und die Ergebnisse, das war schon sehr aufdringlich, würde ich fast schon sagen. Ne? Ja. Da sah man einfach, was das für einen Einfluss hat. Ja. Und wir beschäftigen uns einfach sehr viel mit der Thematik Präzision in der Firma. Und wir wissen, was es bedeutet, wenn du ein Laufgewicht oder ein Schwingungsverhalten vom Lauf änderst. Und du hast das Video uns gezeigt, ne, und wolltest da was zu wissen und so. Und wir waren, also ich bin auch persönlich sehr, sehr skeptisch. Ja. Ich bin echt skeptisch. Weil kleinste Veränderungen, Schwingungsveränderungen können schon entweder bewusst oder unbewusst Treffpunktverlagerungen ausmachen. Deshalb bin ich sehr, sehr skeptisch und bin froh, mit dir hier zu sein, dass wir einen Test mal machen können zusammen. Das ist das Geile, genau. Ja. Genau. Weil Christian ist auch ein Typ, der sagt dann, nee, glauben kannst du in der Kirche, ne? Wir probieren das aus. Ja, genau. Und das wollen wir nämlich jetzt dann heute auch ausprobieren. Zweierlei Dinge. Einmal sozusagen die Hardcore-Variante. Ich werde dann gleich mit Christian zusammen hier Tarnmaterial an den Lauf festbinden und dann wollen wir mal gucken, wo es dann hinfliegt. Wir sind hier auf dem Schießstand vor Sonnenaufgang. Ja, genau, weit vor Sonnenaufgang. Weit vor Sonnenaufgang, vor unserer Arbeit quasi. Und deswegen kann man das auch machen. Das kannst du natürlich nicht normalerweise am Schießstand machen, genau. Ist klar. Ne? Also im ersten Schritt werden wir Vegetation anbauen und dann im zweiten Schritt werden wir gucken, wenn der Ghosthood hier auf der Waffe befestigt ist, inwieweit da eine Treffpunktverlagerung stattfindet, wenn sie stattfindet und so weiter und so fort. Dazu werde ich vom Zweibein ausschießen. Wie im wahren Leben. Wie im wahren Leben, genau, ja. Machen wir's. Okay. Legen wir los. Legen wir los. Ja, klar. So, das hier ist noch ein Riesentipp von Christian gewesen. Unter der Rubrik Aim Small, Miss Small male ich jetzt noch Punkte auf die Scheibe, weil das einfach die Zielaufnahme erleichtert. Kann man das so sagen? Ja, kann man sagen, kann man sagen. Du hast eine sehr hoch vergrößernde Optik. Dafür ist der Kreis im Inneren auf der Scheibe aufgedruckt, ist einfach zu groß. Und du spielst dann da im Inneren rum und kannst da, selbst da noch den Haltepunkt ändern. Und naja, das wird den Streukreis jetzt nicht unbedingt verkleinern. Ne? Deshalb finde ich es gut, dass du nochmal Kreise malst, die du dann als Haltemarke nehmen kannst. Ja, ich wollte gerade schon richtig in die Vollen gehen und sagen, wir machen jetzt hier erst mit Blätterwerk und dann mit dem Ghosthood. Und Christian sagte vollkommen zu Recht, wenn du einen richtigen Vergleich haben willst, musst du natürlich erstmal ohne alles, aber mit Zweibein schießen, damit wir überhaupt eine Aussage darüber treffen können, inwieweit sich die Treffpunktlage jetzt verlagert. So, und das machen wir jetzt. Christian hatte jetzt hier vorne noch vorgeschlagen, ein Brett drunter zu legen, weil wir bei anderen Versuchen schon mal festgestellt haben, oder Christian hat das festgestellt, dass sich die Treffpunktlage wahrscheinlich aufgrund von Springen, ne? Genau, richtig. Irgendwie verlagert. Wenn der Untergrund so weich ist. Ja. Dass das hier zu weich ist und dann durch dieses minimale Springen gibt es immer eine Abweichung. Der Sache werden wir aber wahrscheinlich nochmal bei Rodel nachgehen, oder? Klar. Klar. Da werden Versuche folgen. Da wird was, da kommt noch was. Mhm. Was wird dein erstes Ziel sein? Wo willst du ihn haben? Um links? Um links? Um links. Bist du schon ready? Ich wäre ready. Ja. Dreiergruppe als Referenz. Okay. Wo die jetzt liegt, ist ja ziemlich egal. Wir haben jetzt die Referenz. Mhm. Und ich würde sagen, wir gucken einfach mal, wo die restlichen Gruppen liegen, wenn
Vegetation dran ist. Vegetation dran ist. Ja. Oder wenn irgendwas den Lauf beeinträchtigt. Es wirkt auch schon jagdlich hier, finde ich, heute Morgen. Ja. Also, hier geht es ja jetzt wirklich nicht um den Tarnaspekt als solchen, sondern mehr um das Beeinflussen des Laufes. Trotzdem haben wir jetzt hier echte Vegetation mitgenommen. Wichtig wäre ja, wenn man die anbringt, so habe ich das zumindest verstanden, dass die Konturen des zu tarnenden Gegenstandes verwischt werden. Ja, also in dem Video haben die jetzt irgendein Gummi genutzt. Ich hatte jetzt nicht so viele bei der Hand, deswegen benutze ich hier Tape. Und das muss dann hier vorne so ein bisschen rüberragen, weil ja auch gerade Rundelkonturen auf jeden Fall in der Natur ins Auge stechen, weil es hier ja so nicht gibt. Das wäre natürlich ein Gag, wenn das jetzt mit besser funktioniert als ohne. Dann weißt du aber auch, dass ich hier immer mit Grünzeug am Lauf durch die Gegend laufe. Doch, ich sehe dich auf einem Drückgrat. Morgen zusammen. Morgen. Wer spricht da? Ja, machen. Machen? Machen. Reicht schon, oder? Meinst du, ja. Da muss noch was dran? Nö. Ist okay, gut. Ne? Ist gut. Wo hast du hingeschossen? Unten links. Mitte links hast du hingeschossen? Ja. Das ist ja peinlich jetzt. Okay. Das ist ja lächerlich. Immer normal. Immer normal. Das ist ja lächerlich. Man kann, glaube ich, die Ratlosigkeit in unseren Gesichtern sehen. Komm, jetzt mach doch mal einen, aber richtig. Okay, das ist live, meine Damen und Herren. Satan. Das ist ja schräg. Ey, guck, kannst du diese Gruppe sehen? Du, soll ich dir was sagen? Die ersten drei Schuss, ne? Das waren die aus der anderen Los. Aus dem anderen Los. Aber die hatte ich ja da reingetan. Jetzt ist verliert der Test natürlich wieder an Aussage. Scheiße. Dann mach doch mal den Test, machen wir jetzt weiter. Alter, guck dir mal diese Gruppe an. Das ist ja asozial. Der wirklich, finde ich wirklich kranke Scheiße. Wir hatten ja, oder ich hatte ja gestern nichts mehr verstellt. Ich hatte ja von der anderen Losgruppe da reingewechselt und habe die Schüsse gemacht. Die passten alle und deswegen habe ich nichts mehr verstellt. Und jetzt. Achso, eingeschossen haben wir gestern mit dieser Losgruppe da. Genau, die ich jetzt zum Schluss benutzt habe. Womit du auch die Hülse zerschossen hast. Genau. Und die andere Losgruppe, mit der hast du jetzt geschossen, um restliche Munition zu verschießen. Mhm. Da siehst du, welche Aussagekraft auch Losgruppen unter. Das ist unglaublich. Haben, ne? Hätte ich nicht gedacht. Weil das halt passte so, ne? Mhm. Ich habe ja nichts verstellt. Mhm. Aber die Gruppe ist einfach viel länger, ne? Ja, ist gut. Ja. Meinst du, dieses eine Loch, meinst du da? Weil du diese schwarzen Punkte zwischendurch, du hast ja noch drauf gemalt auf die Scheiben und geschossen. Und ich dachte, du würdest auf eine andere Scheibe schießen. Und es ist mir nicht aufgefallen, dass dieser Punkt jetzt ein Einschussloch ist plötzlich. Das ist ja kranke Scheiße, ehrlich. Und dann mit dem ganzen Wald da drauf, ne? Ja. Okay. Okay, ja. Los tut. Okay. Mhm.
sauber gezirkelt. Ich finde, es ist ein bisschen Versatz drin, ne? Also im Vergleich zur letzten Gruppe. Mhm. Liegen die schon so um Zentimeter unten und Zentimeter rechts. Auf 100 Meter bestimmt kein Problem. Auf weiterer Entfernung potenziert sich sowas, ne? Ja, ja. Ich könnte mir vorstellen, weil du jetzt was sehr, sehr weit vorne an die Mündung geklemmt hast, dass je weiter es vorne ist am Lauf, desto größer ist ja der Hebel sozusagen, dass da die Beeinträchtigung höher wird. Mhm. Mist. Fast die perfekte Gruppe. Ah, vielleicht zu viel gebeult. Geil. Aber das lag am Steuermann. Würde ich sagen, oder? Ja, so viel gebeult am Schluss? Ja. Glaube ja. Glaube ja. Ja? Ja, bestimmt. Willst du einen machen? Ja. Du weißt aber auch genau, was im Kopf vorgeht. Du hast nur auf das Go gewartet. Ich war so, das war so ein Zwischending. So, ich wollte es eigentlich nur noch vergessen. Also man möchte jetzt auch den Raum schließen. Du weißt, es kann jetzt über den Tag entscheiden. Ne? Das ist leider so. Wenn es jetzt... Das ist halt die Scheiße, wenn man morgens geht. Ne? Nimm dir Zeit. Ja, ja. Mhm. Mhm. Der Tag kann kommen. Ja, komm, lass arbeiten gehen. Die Gruppe ist noch geiler als die mit Blackwerk. Oh, krass. Das ist jetzt nicht mehr weit weg von einem Loch. Das hätte sehr an mir genagt, glaube ich. Ja, das glaube ich dir. Und ich fand es auch gut gerade, diesen Ausreißer. Also Schmerz ist der beste Lehrer. Ja. Ich wollte gerade sagen, du spielst mit meinen Gefühlen. Ja, es ist wirklich. Ja. Das ist super, dass du da nicht hochtrabend wirst, vom Kopf, im Unterbewusstsein. Ja. Dass wenn du demnächst einen Bock vor dir hast, dass er das einfach nicht abspult und denkt, das geht schon, der geht jetzt raus, komm, der Schuss geht jetzt raus. Du wirst dich an das Ergebnis von gerade erinnern und denken, tu dir die Ruhe an. Es geht hier nicht um Leben und Tod, also nicht um dein Leben und Tod. Ja. Es geht hier um Leben und Tod. Tu dir deshalb die Ruhe an. Ja. Und spul alles nochmal ab. Hast du eine sichere Auflage? Wackelt irgendwas in irgendeiner Position? Ist deine Kanone ausgerichtet nach links und rechts? Deshalb war es gut, dass du den so ein bisschen, also hast du das noch nicht versaut. Also der ist ja immer noch wahrscheinlich in der 2-Zentimeter-Gruppe. Aber eben unsere Ansprüche nicht. Ja. Ja, Freunde, nach dem Schießstand finden wir uns hier in den heiligen Hallen von Rodel. Ja, genau. Und jetzt aber ich in Räumezivil zumindest. Du musst heute arbeiten. Und wir machen aber trotzdem noch schnell eine Nachbesprechung. Mhm, genau. Also, wir rollen das Ganze nochmal auf. Es ist ja so ein bisschen eskaliert. Eigentlich wollten wir nur einen ziemlich objektiven Test machen. Mhm. Und dann ist es ein bisschen ausgeartet. Wir haben zwei verschiedene Losnummern benutzt in dem Video, was nicht beabsichtigt war. Mhm. Wo ich mir vorher keine Gedanken drüber gemacht habe. Ja. Eigentlich für einen ernsthaften Versuch muss man es machen. Mhm. Ja? Im Prinzip schon. Ja. Im Prinzip schon. Ne? Sollte alles so... So gleichbleibend und so stetig wie möglich sein. Ne? Ja, mhm. Ja. Was natürlich hochdramatisch war für uns beide. Im positiven Sinne. Ja. Also. War, dass wir nicht damit gerechnet haben, dass es keine Treffpunktverlagerung kam. Mhm. Zu keiner Verlagerung, sondern dass es im Endeffekt ja noch genauer war als ohne. Ja. Wir wissen nicht so richtig, woran es liegt, oder? Ja. Also ich vermute wirklich, dass es mit der Losnummer zu tun hat. Ne? Dass es wirklich ein Los ist, was mit deiner Waffe ganz besonders gut harmonierte, weil es war ja dann auch reproduzierbar. Du hast danach nochmal einen Treukatz geschossen, der noch kleiner war, dann ohne Gestrüpp dran vorne. Ne? Und das ist, glaube ich, auch was man so mitnehmen kann als Lehre, wenn man so will. Ja. Guckt euch das an, guckt euch auch die Losnummern an. Und wenn ihr ein Los gefunden habt, was gut funktioniert, was die Präzision liefert, die ihr haben möchtet aus einer Waffe,
dann deckt euch ein damit. Dann kauft einen Jahresvorrat, ne, was das Budget gerade so hergibt. Ne? Kauft Summe X an Schüssen, damit ihr safe seid und einfach wisst, okay, meine Waffe schießt immer gut damit. Ja, absolut. Hm? Wir haben ja auch später noch ein bisschen weiter geschnackt. Ich hatte aus, wenn sie die Kamera einmal laufen lassen. Die Szenen haben wir euch ja gezeigt, weil auch tatsächlich was Geiles dabei rumgekommen ist. Wir haben aber auch drüber gesprochen, dass gerade, dass man dann vielleicht auch sein Training dementsprechend umändern sollte. Mhm. Es bringt ja nichts, mit einer günstigeren Übungsmunition zu schießen, die aber nicht die Streuung für einen bereithält, wenn man eigentlich realitätsnah trainieren will. Genau so ist es. Ne? Ja. Gerade wenn man, wie du sagst, realitätsnah trainiert. Ne? Schießkino ist hier was anderes, sind die Entfernungen ja wirklich meistens ja. 10 bis 50 Meter irgendwo. Mhm. Und da ist es nicht, kommt es nicht so ganz genau auf Präzision an. Da reicht ein größerer Streukreis, die Toilettenrolle eben aus. Ne? Mhm. Aber gerade wenn man ernsthaft trainiert und ein Setup hat, was dann auf Wild auch so funktionieren soll, das machst du ja einfach. Ne? Du trainierst genauso auf der Bahn, genauso für den Ernstfall sozusagen, also für den jagdlichen Fall. Und weil du auch schon mal weiterschießt, du trainierst auch das sehr oft, wie man weitere Entfernungen überbrückt. Und das sollte wirklich genau mit dem gleichen Setup sein, mit dem man auch wirklich dann auf lebende Kreaturen schießt. Ja, ja. Finde ich cool, dass du das auch so sagst. Das ist auch so mein Spirit sozusagen. So gehe ich ja auch die Bushcraft-Komponente an, immer mit den Sachen loszuziehen, die du dann auch wirklich nimmst. Es nützt niemandem was, mit irgendwie der, ich sag jetzt mal, mit der leichteren Variante loszugehen, die dich dann aber im Ernstfall sozusagen im Stich lässt. Ne? Und das übertragen genau über dieses Ding. Also das ist so ein Denken, was sie anscheinend bewährt hat, ne? Ja, definitiv, genau. Das auf jeden Bereich so anzuwenden, ja. Was denkst du denn? Also wir haben ja die Streukreise gesehen, mit der Streuung, die wir hatten, als wir den Ghostwood vorne drauf hatten. Ja, genau. Jagdlich, 100 Meter GEE. Also die Streukreise waren immer brauchbar, ne? Das war immer hier unser Maß, ne? Was du erfunden hast, muss man sagen, die Toilettenrolle, das war es immer. Aber ich fand es schon offensichtlich und überraschend auch, dass mit dem Ghosthood die Streukreise etwas aufging. Die waren nicht mehr im Zentrum, die waren etwas versetzt und die Streukreise wurden etwas größer. Wir haben nachher da viel darüber gequatscht, woran kann es liegen, und ich glaube, wir dachten beide ans Gleiche, den Ghosthood hattest du relativ weit vorne oder ziemlich weit vorne verklebt oder rübergestülpt. Ja. Und ich glaube, dass das den größten Effekt ausmacht. Je weiter vorne am Lauf man Dinge befestigt, ob jetzt Grünzeug ist, Ghosthood oder sonst irgendwas, desto mehr beeinträchtigt das die Schwingungen des Laufes und desto mehr größer sind die Abweichungen. Ja, ja. Gute Sache, das so mitzunehmen. Wir haben auch gerade schon im Vorfeld drüber gesprochen, ich möchte es aber trotzdem unbedingt nochmal sagen. Das heißt, dass das funktioniert hat mit dem Setup, mit dem Schützen, unter den Voraussetzungen, genau mit dieser Art von Tarnung. Wenn ihr das nachmachen wollt, müsst ihr das unbedingt ausprobieren. Richtig, ganz genau. Ja, es führt kein Weg dran vorbei, das für sein eigenes Setup auszuprobieren, für die Lage, wie man selber jagen will. Ne? So ist es. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja. Ich würde sagen, damit haben wir, glaube ich, alles erschlagen. Ja, ne? War schön dabei gewesen zu sein. Es war eskaliert, wie immer. Überraschend, es war eskalierend. Ja. Wir hatten viel Spaß, es ist hervorragend geschossen. Immer schön dabei zu sein und ich fand es also total bereichernd. Schön, ja, hat mir auch viel Freude gemacht. Vielen Dank an die Firma Rodel, dass wir das hier ausprobieren durften. Und ich verabschiede mich, Christian, in alter Manier. Mach's gut. Macht's gut, bleibt mal Zeit und bis dann. Bleibt mal Zeit.